Moin Tag und Hallo hier bei Fifi Grill & Cooking bei meinem neuen Video hier aus meiner bescheidenen Grillecke. Heute gibt's was ganz besonderes Leckeres, einen richtigen Grillklassiker vom Drehspieß und zwar ein Spießbraten. Wie ich den mache, was ich dafür alles brauche, das zeige ich euch gleich. Bleibt gespannt, bis gleich. Ja, wie ihr seht, brauchen wir für den heutigen Spießbraten gar nicht so viel. Und das wird trotzdem extrem lecker. Also ich spreche da aus Erfahrung. So, wir brauchen hier Schweinenacken. Dann habe ich hier Bacon, Zwiebeln, Pfeffer und Salz, Thymian und Majoran und hier süßen Senf. Das war's schon. Was ich damit jetzt anstelle, das zeige ich euch gleich. Ich bereite jetzt den Braten vor und danach geht's raus an den Grill. Die Vorbereitungen sind im Groben und Ganzen abgeschlossen. Jetzt geht es gleich hier am Grill weiter. Ich habe den Spießbraten hier schon mal positioniert. Den Kampf mit dem Spieß und mit dem ganzen Geforkel, das erspare ich euch. Ihr wisst selber, was das immer für ein Drama ist. Obwohl ich sagen muss, heute ging es eigentlich sehr leicht von der Hand. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal das Setup hier auf dem Grill. Jo, und dann kann es gleich losgehen. Ja, dann schauen wir mal. Da ist dann unser wundervoller Spießbraten. Ich werde jetzt gleich links und rechts einen Brenner anmachen und werde ihn dann erstmal ja, für eine gewisse Zeit, ich schätze mal so für anderthalb Stunden, so bei 180 Grad indirekte Hitze vor sich hin brutzeln lassen und dann später noch den Heckbrenner dazu holen. Und darunter, da kommt nachher noch so eine kleine Schale mit schönen Kartoffelchen. Die wird nämlich dann heute zur Beilage. Und das wird prima. So, auf geht's. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran und dann geht's weiter. Ja, wie ihr seht, habe ich hier unten drunter erstmal so ein bisschen eine Tropfschale aufgebaut. Die ersetze ich nachher durch die Schale mit den Kartoffeln. Aber für den Anfang, damit das hier nicht alles so total voll raucht, soll uns das reichen. Ja, dann starten wir mal den Drehspieß. Und zünden links und rechts im Brenner. Ich
bei meinem Grill, so sind die beide auf fast kleinster Stufe. Dann mache ich jetzt mal den Deckel runter. Ah, nein, den Deckel noch nicht runter. Ich habe euch vorhin ein bisschen was vorenthalten, aber ich habe mir noch schnell ein Schüsselchen gemacht. Da habe ich Majoran, Thymian, Pfeffer und Salz eingegeben mit einem Stückchen Wasser, damit die Gewürze ein bisschen quellen können. Und damit streiche ich den Braten jetzt noch mal kurz ein. Ja, Deckel zu. Und in anderthalb Stunden gucken wir das erste Mal da rein. Jetzt sind gut 2 Stunden rum. Prima aus. Gut, jetzt werde ich noch mal den Heckbrenner dazu schalten. Und bevor ich das vergesse, ich tausche mal eben die Tropfschale aus. Das wird wunderbar. Ja, Freunde, gut 3 Stunden später ist es soweit. Das duftet so köstlich und wir schauen mal eben kurz nach. Ja, so um die 70 Grad. Perfekt. So, den hole ich jetzt da runter und dann schneide ich mir ein Stück davon auf und dann wird schnabuliert. So, da schneide ich jetzt mal ein Stück davon runter. Ja, so schaut er dann aus und der wird jetzt probiert. Ja, Freunde, auf euer Wohl. Mega saftig, zart, würzig, aromatisch. Die Zwiebeln kommen gut, der Bacon kommt gut. Einfach nur prima. Ja. Das war dann mein Video zum Spießbraten und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, einen Daumen hoch, einen freundlichen Kommentar, im besten Fall ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Fifi von Fifi Grill & Cooking.